Hallo, ich bin hier am alternativen WEF, wo der Alec Gagneux mit seiner Frau Maddy organisiert hat. Und es ist so was Wunderbares passiert. Der Franzose Antoine Vernier aus Angers ist aus Angers losgerannt vor 23 Tagen, um nach Davos zu kommen und einfach ein Statement zu machen. Er hat ungefähr 10 Magazine, die ihm gefolgt sind. Und einfach, er wollte über die Liebe sprechen, was Liebe mit einem macht. Vor 5 Jahren war er noch als Ingenieur, als Umweltingenieur im Staat Frankreichs tätig, hatte dann eine Depression, hat aufgehört, wohnt seither in irgendeiner Cabane irgendwo auf 3 Hektar ohne fließendes Wasser und auch ohne Elektrizität. Und dann hat er gedacht, was kann ich machen? Was kann ich machen, um irgendein Statement statuieren? Und dann hat er gedacht, ich renne gern, ich treffe gern Menschen, ich spreche gern über Liebe und ja, ich würde gern einen Dokumentationsfilm drüber machen. Und dann hat er seine Schuhe gepackt und ist quasi losgerannt. Und er wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass wir hier den alternativen WEF haben. Das war genau jetzt vor ungefähr 2 Monaten, wo er das dann organisiert hat. Und also hat sich alles so genial ergeben. Und bei mir war es halt so fantastisch, weil ich war da an einem Humus-Event in Frankreich, habe die Clerische getroffen, eine Künstlerin, und sie hat mir gesagt, eben, dass er losrennen wird. Und dann habe ich halt auf die Agenda geschaut und gesehen, dass er tatsächlich dann auch nach Davos kommen wird, und die Daten haben wirklich koinzidiert schlussendlich, dass wir da sind, als er ankam. Und was das unglaublich Schöne ist, um 13.33 Uhr, als wir gesagt haben, soll er eintreffen in das Herz, das wir kreiert haben, rennt er rein, und auf dem Himmel, im Himmel öffnet sich ein riesiges Herz. Also der Himmel war recht zu und es öffnet sich ein riesiges Herz. Und das ist einfach diese göttliche Führung, wenn es richtig ist, wenn man wirklich Sachen aus dem Herz macht. Und ich hatte einfach Lust heute auf der Bühne, weil ich hatte keine Zeit zum irgendwas sagen. Ich hätte so gern ein bisschen erzählen wollen von der Magie des Lebens. Ich durfte vor, also war im 2009, war ich im Zug unterwegs. Ich habe eine Geistführerin, die heißt Emma Kunz. Das ist so eine Heilerin auch. Sie ist gestorben im 63. Und sie hat eine Grotte in Würenlos in der Schweiz bei Aargau. Ist jemand sehr, sehr, sehr berührend. Und ich habe irgendwann mal erfahren, dass sie meine Geistführerin ist. Das heißt, sie ist mit mir und sie bringt mich immer so ein bisschen auf den Weg. Und dann war das, ich war im Zug im 2009. Vor mir eine Frau, hat ein Magazin in der Hand, ein Animan. Und irgendwann telefoniert sie und ich frage sie, ob ich das Magazin anschauen darf. Und da kriege ich, sie gibt es mir, ich schaue es an, es hat Korngreiser drin. Ich kannte Korngreiser zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und ich falle in Ekstase. Ich weiß nicht, wem das schon mal passiert ist, in Ekstase zu fallen. Da wird es einmal irgendwie ganz anders. Man hat Lust zu weinen, man hat Hühnerhaut. Irgendwas fährt durch uns durch. Es war einfach ganz, ganz ein spezieller Moment. Keine Ahnung, warum. Und dann gehe ich aus dem Zug raus in Zürich, trete quasi die Stiegen runter und ich kriege einen absolutes Download. Ich kriege einen Download, wo es hingeht mit unserer Welt. Und zwar, dass alles, was dem Guten dient, einfach ganz viel Kraft kriegen wird. Das war ja noch vor 2012. Dass alles, was im Ego ist und in der Macht ist, einfach, das geht zu und alles Positive geht auf. Also alles, was Gemeinschaften miteinander, und wir werden ganz viel Hilfe kriegen, auch von unserem geistigen Team, von den Mitmenschen und so weiter. Und dann war ich total natürlich inspiriert, habe natürlich gerade meine Freundinnen alle benachrichtigt per Telefon, was ich gerade erfahren habe, rufe auch meinen Mann an, und ich bin in Bellevue und jemand klopft dann an meine Schulter und sagt, ja, was, also ich habe gerade zugehört am Telefon, was passiert mit unserer Welt? Und ich erzähle es ihm. Gehe nachher mein Rendezvous, fahre zurück, bin in Bern, der Zug hat irgendwie eine Panne. Denke ich, okay, ich gehe das Magazin oder ein Buch kaufen über Kornkreise. Gehe ein Buch kaufen, 5 Meter vor mir eine Frau auf einem schwarzen Sessel, schwarz gekleidet,
hey, Madame, Madame, was passiert mit unserer Welt? Ich gehe zu ihr hin, ich knie vor ihr sie hin und wir sprechen. Und ich kaufe das Buch, laufe wieder raus, nehme den Zug nach Lausanne, wieder ein Dritter im Zug. Und der hatte seinen Sohn verloren, der fragt, was passiert mit der Welt? Und halt super, super berührt. Am Abend bin ich da im Bett und dann schaue ich das Buch an. Und das Buch, das war der Emma Kunz gewidmet. Und da kriege ich irgendwie, eine Woche nachher kriege ich von Nizza im 2009, das gab es noch nicht, so diese Mails, wo alle Leute rum Mails rumschicken, kriege ich eine Einladung an die Kornkreisfelder. Und zwei Wochen nachher kriege ich das in meinen Briefkasten, Pro Evo, ein Buch, wo genau meine Erkenntnis erzählt. Und seither, einfach alles, was ich erleben durfte, geht nur in diese Richtung. Ich weiß, es wird gut. Es kann gar nicht anders. Ich lerne solche Sachen für mich, die sind, was mit dem Antoine passiert ist, das ist für mich so ausschlaggebend, dass ich die Katharina habe kennengelernt, die Christina von Dreien, die mir die Vision des Guten übergibt. Meine Aufgabe ist diese Plattform. Mhm. Will ich sie übergeben? Und da ist jetzt eben, ja, Coco. Jetzt ist die Coco ins Spiel gekommen. Mhm. Dass ich das Magazin oder das Seven Sky Live gegründet habe, diese Plattform, wo sich Menschen, Frauen, Männer, Kinder treffen, wo sie ihre Geschichten erzählen. Und wo jetzt quasi Living Earth wird Platz machen, wo schlussendlich eine 100% lösungsorientierte Plattform ist, wo sich die Menschen treffen, wo sie sich austauschen können, wo sie über Lösungen sprechen können, wo sie Lösungen finden, wo sie Lösungen eingeben können, wo wir gemeinsam weiterkommen, wo wir merken, wir sind nicht mehr allein, wo wir in unsere große Kraft kommen. Und Menschen wie der Antoine, das sind für mich so tolle Beispiele. Und was da passiert ist mit dem Herz im Himmel, hätte einfach nicht, ich meine, das will alles sagen, stellt euch vor, das, was braucht alles da dafür, dass das wirklich passiert? Wie viel Magie ist da? Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir uns der Magie öffnen und dieser Magie einfach so viel von unserer Aufmerksamkeit schenken. Nicht mehr eben den Sachen, die nicht gut gehen, sondern es gibt so geniale Sachen heute. Die Mountain Clinic, was wir heute gehört haben, das ist so gigantisch, es gibt so geniale Menschen. Es geht darum, dass wir uns jetzt um die Lösungen konzentrieren, auf die Lösung konzentrieren, uns mit diesen Menschen connecten, dass wir uns verbinden mit den Leuten, die uns gut tun und mit denen wir Freude verspüren. Und dass wir wissen, es ist alles gut, es wird alles gut und wir sind zusammen, Hand in Hand. Das wollte ich einfach sagen und ich freue mich sehr, dass ich noch die Chance hatte, das hier teilen zu dürfen.